Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Gravel. Wir sind unterwegs in Namibia und es geht in Kapitel 8, glaube ich, unserer Karriere. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall mit dem Chevrolet sind wir unterwegs. 850 Pferdchen treiben uns hier jetzt an und wir haben eine neue Lackierung dabei. So, und jetzt gucken wir mal, wie wir hier durchs Feld kommen. Schon zwei Plätze gut gemacht. Nach 2% Renndistanz, die Quote hält sich aber nicht so hoch. Aber trotzdem, jetzt der vierte, komm schon, der dritte. Ja, und ich habe beim letzten Mal tatsächlich nochmal nachgeschaut. Es ist tatsächlich so, da waren wir auf der 1. Und das Spiel hat uns irgendwie auf die 3 zurückgestuft. Ich finde das Ganze ein bisschen komisch. Vermutung wurde geäußert, dass es eventuell daran liegt, dass die verschiedenen Etappen irgendwie zusammengewertet werden. Aber das Spiel hat ja eigentlich Einzel-Events. Insofern müsste das eigentlich keine Auswirkung drauf haben. Ist auf jeden Fall ein bisschen schade, ein bisschen blöd, dass das Ganze ein bisschen buggy ist, weil, naja, es betrifft halt das Ergebnis, was man einfährt. Und vor allem, wenn man sich irgendwie die Ansprüche so steckt, dass man sagt, okay, ich möchte von Anfang an, oh, die Grashalme, die Sträucher haben gerade in der Luft geschwebt. Wenn man sich irgendwie das Ziel setzt, ja, ich möchte, sagen wir mal, von Anfang an alle Sterne sammeln, weil man irgendwie nicht später nochmal zu einem späteren Zeitpunkt zurück zu den jeweiligen Level springen möchte, dann ist das natürlich sehr blöd, ne? Ja, ein bisschen schade, aber gut, ich lasse mich davon jetzt nicht beeinflussen. Mir geht es ja eh darum, eher viel Laune zu haben und einmal durch die Events durchzurasen. Rasen gibt es in Namibia kaum, aber... Oh, das war ein harter Move. Sag mal, entspann dich. So, und das ist der zweite Platz. Und warum auch immer der Typ jetzt direkt da rechts lenkt, sobald wir ins Ziel kommen. Lassen Sie uns das Rennen gemeinsam genießen und sein... Ja, ja, wir genießen schon, auch ohne dich. Oh, ein neues Land ja freigeschaltet und eine neue Lackierung. Sehr geil. Ja, irgendwie ist das Spiel ein bisschen komisch. Mein Controller vibriert jetzt gerade richtig krass. Als würde ich gegen irgendwas fahren jetzt. Jetzt schon wieder gerade. Ja, richtig strange einfach nur. So, testen wir vielleicht nochmal den Raptor aus. Obwohl... The most American Lackierung you will ever see. Das war 100% hier Englisch. Hier gibt es das Adrenalin all unserer Rennen und den Enthusiasmus Kommentator, sei still. Ey, ich weiß schon, dass die Lackierung Livery heißt. Haben hier etwa 4 Leute dieselbe Lackierung oder was? Das ist schon ein geiles Zufallsprinzip für Gegner. Oh Gott, berührt und direkt Karma. Das ist ja nicht mal absichtlich. Ach komm, ey, diese dämlichen Leitdinger. Wobei, ich sehe das gerade. Das sind so einzelne Module, die angesteckt werden. Ja gut.
Kann natürlich sein, dass die halt nicht leiten, sondern... Aber warum benutzt man sie? Ja, die vierte Position. Man merkt irgendwie, dass der Chevrolet zumindest hier scheinbar sehr dominant war, denn viele, viele Autos, die vorne waren, die waren halt der Chevrolet. So, schnell auch direkt den Dingens übersprungen, den Kommentator. Das ist furchtbar. Also, das ist halt so ein Ding, so ein typisches Spielelement. Beim ersten Mal ist es ganz interessant oder ganz nett, wenn jemand im Hintergrund kommentiert. Beim zweiten Mal denkt man sich, ja, okay, vielleicht hat der neuen Text, ist auch ganz okay. Ab dem dritten Mal wird's nervig. Willkommen in Monte Bianco, Offroad-Fans. Wenn Sie die Ruhe und den Frieden in den Bergen lieben, dann sollten Sie sich jetzt verabschieden. Tschüss, Kommentator. Das ist echt grausig. Boah, das könnte echt Dauerdrift-Wetter sein. Unüberschaubar auch die Strecke ist, ne? Der Nebel, der verdeckt schon einiges. Oh, 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 oh! Vorsicht! Na, Moment, ich hau mal kurz das Replay rein. Rewind, Replay, Resident Evil, keine Ahnung. Einfach mal alles in einen Topf schmeißen, am Ende kommt sicher was Gutes raus. Sowas wie Burnout Remastered. Was ja jetzt eventuell in der Woche schon kommen könnte. Zum ersten Mal auf dem Channel. Ich habe so mega Bock drauf. Also wirklich, Burnout ist eine absolute meisterhafte Reihe, die leider nicht fortgeführt wird. Und ich weiß, viele Leute mögen den Paradise-Teil überhaupt nicht oder so gut wie gar nicht, weil es ist kein altes Burnout mehr, aber ich finde das Gefühl sowohl bei Burnout Paradise hervorragend, als auch bei allen anderen Burnouts. Also für mich insgesamt einfach die geilste Arcade-Rennspielreihe. So, Need for Speed ist auch super, ja. Und Midnight Club finde ich auch hervorragend. Da fand ich Midnight Club 3 Double Edition Remix super. Das hatte unfassbar viel Content. Aber für mich geht halt überhaupt nichts über Burnout. Das ist halt, obwohl es nicht mal lizenzierte Autos hat, ist es halt einfach geil. Das ist halt einfach brachiale Action schlechthin. So, und damit den zweiten Platz hier geholt. Was für ein packendes Rennen. 2 Zehntel Unterschied zwischen Platz 1 und 2. So. Und wir haben noch eine kleine Etappe hier. Lohok. Auch mit den Kisten. Ist das euer Ernst? Sollen wir hier auf der Rallycross-Strecke mit den Dingern fahren? Okay. Alles klar. Wenn die überhaupt zwei nebeneinander passen. Oh, es regnet auch noch. Leute, wir sollten das Rennen vielleicht absagen und nächstes Mal fahren. Na, okay, gut. Oh, okay, gut. Haben auch die Veranstalter gemerkt, zwei passen hier nicht nebeneinander. Boah, das Teil ist so fett.
Fährt man automatisch durch zwei durch. Okay, erste Position steht oben. Erste Position steht hier. Okay, und erste Position steht auch hier. Und den Touareg freigeschaltet. Geil. Vielleicht hat der einen Dieselmotor und da können wir ordentlich was in die Luft blasen. So, ein Event weitergehen, denn es geht zum nächsten Boss, zum Speedcross Master. Nehmen Sie die Entschlossenheit eines Samurais und kombinieren Sie sie mit dem Irrsinn eines Fahrerasses. Wenn es dann noch nicht für James Watanabe reicht, so sind Sie doch sehr nah dran. Seine Technik hat ihn zum neuen Speedcross Master gemacht und jetzt ist er einer der schnellsten Fahrer der Gruppe. Ihn zu unterschätzen ist ein Fehler, den man nicht machen sollte. Okay, in drei Etappen machen wir den Typen also platt. Biker Niku. Hä? Auf jeden Fall in Lettland. Huch, gerade so rausgerettet. Okay, Stufe 26 brauchen wir für den. Gut, dann nehmen wir den Hyundai. Fand ich auch super. Und im letzten Video hat sich tatsächlich dann jemand gemeldet, der direkt bei der Aussprache für Hyundai. Als Fahrer braucht man ein großes Herz. Aber um auf Speedcross-Strecken zu gewinnen, braucht man große Entschlossenheit. Ja, ja. James Watanabe hat kritisiert hat nämlich Newcrafter und The Bernie hat geschrieben, dass Hyundai aus dem Koreanischen kommt und ich schau mal gleich nach, was es genau bedeutet, aber irgendwas wie Fortschritt oder so heißt. Alter, was für ein Regenwetter hier. Holy moly, ey, das Auto hat super untersteuern. Das ist keine gute Fähigkeit, das ist einfach nur unangenehm. Jetzt neu, das super untersteuern. Oh! Ey, die Kiste, das ist halt... Der Regen, ne? Das ist unfassbar. Eigentlich hätte ich so erwartet, dass die Speedcross zumindest eines der letzten Events werden wird. Also einer der letzten Bosse, dass das dann der Speedcross-Meister ist. Rallycross-Autos sind ja schon so ziemlich die schnellsten. Beziehungsweise halt nah dran. Ich bin hier gerade super vorsichtig. Ich
nicht vorsichtig genug. Oh Gott. Das Untersteuern ist grausam. Jawohl! Oh nein! Die beste Zieleinfahrt schön an der Wand entlang schrammen. Das erste Rennen ist vorbei. Jetzt müssen wir uns aufs nächste konzentrieren. Vielleicht hat nicht einmal James Watanabe einen. Ja, vielleicht hat nicht mal er eine Chance gegen uns, ne? Gegen Herrn Stone. Hallo, ich heiße Stone. Milestone. Las Vegas. Gewinne das Rennen. 3 Runden mal 1,18 Kilometer. Und vielleicht fahren wir jetzt mal mit dem... Ah, ich gebe dem Hyundai noch eine Chance. Ja, also Hyundai kommt aus Korea und... Also, ja, das weiß ich auch, danke. Wir begrüßen die Offroad-Fans, bedeutet, die eingeschaltet haben. Wenn sie vom ersten Rennen begeistert waren, dann wird das zweite... Das bedeutet sowas wie Fortschritt oder Modernität. Dass die Marke aus Korea kommt, das weiß ich aber auch schon. Danke. Ist aber interessant, dass man so ein Wort einfach aus dem Koreanischen nehmen kann und sagen kann, oh ja, unsere Automarke heißt jetzt einfach so. Also gut, gibt es auch im Deutschen teilweise zumindest sowas wie, sagen wir jetzt, Volkswagen sind ja auch zwei Wörter, die dann zusammengesetzt wurden, aber es ist halt ein zusammengesetztes Wort. Du würdest, glaube ich, nie ein Auto finden auf in Deutschland, was irgendwie Modernität oder so heißt. Oder Höchstgeschwindigkeit. Oh. Wow. Schön nach hinten geschaut und bam. Dich gesehen. Aber hier auf der Strecke sind wir mal deutlich schneller, ne? Also entweder der Schauplatz Las Vegas. Oh, da hinten ist sogar diese eine komische Pyramide, ne? Entweder Las Vegas liegt uns gut und dem Fahrzeug auch, oder die KI ist ja einfach ein bisschen schlechter. Oder halt Trockenwetter, ne? Las Vegas ist auch so eine Stadt. Ist ganz nett, aber... Also ich war da zwar noch nie, aber diese ganzen Lichter, so bei Nacht und so, der ganze Anblick, das wirkt alles schon ganz nett, aber irgendwie glaube ich nicht, dass ich das irgendwann als Urlaubsziel brauchen würde. Da doch lieber irgendwie irgendwo anders hingehen. Ja, vor allem Casinos und so und... Dass zum Beispiel die Leute auch so, ich sag mal, verführt werden, ins Casino zu gehen. Das ist ja alles so super ungeheuer. Das ist halt so. Wenn ich etwas bei den Offroad. Weiß nicht. Dann doch lieber irgendwo anders hin. Ford Escort RS Cosworth. Zum Beispiel hier, New York, kann man ja auch hingehen. In Times Square mal sehen oder so. So, Rally San Luis. Da bin ich jetzt mal gespannt. Wenn ich hier jetzt immer noch deutlich schneller bin als der Kollege Watanabe, dann sind wir... Das sind echt fast nur Namen aus Pro Street, ne? Watanabe, Rio Watanabe. Speedcross-Rennen können unglaublichen Todesmut sein. Gab es da auch? Und selbst James Watanabe kann ein Lied davon singen. Also ja, er heißt halt mit Vornamen anders, aber wir hatten auch einen... hier, wie hieß er nochmal? Ryan. Heißt er natürlich nicht geklaut, aber es sind schon ein paar... Hier, Dingens. Gemeinsamkeiten da. Es wird übrigens in den nächsten Tagen nicht mehr im täglichen Rhythmus weitergehen. Dadurch, dass Burnout Paradise jetzt am Start ist. Da muss ich halt ehrlich sagen, Burnout Paradise ist das Spiel, das hat bei mir jetzt... Das hat vielleicht sogar fast höhere Priorität als Formel 1 dann, wenn es rauskommt. Das ist halt einfach ein hervorragendes Spiel.
Haha. Fehler gemacht und trotzdem keine Position verloren. Das ist ein bisschen unfair. Egal, vielleicht schlägt der Karma-Gott wieder zu. Es fühlt sich halt manchmal schon sehr geil an, muss ich sagen. So, wenn man schön aus der letzten Kurve rausgedriftet kommt auf Startziel. So nach und nach geht der Drift halt über zu... Du fährst einfach richtig, richtig schnell. Das ist super. Gibt es eigentlich einen großen Unterschied zwischen Speedcross und Rallycross? Ich frage da, weil ich wahrscheinlich meinen Titel so benennen werde. Weil Speedcross Master ist irgendwie gegen so ein bisschen... Gegen Konkurrenz und entgegen... Ja, keine Ahnung. Und den Subaru gewonnen, sehr geil. Ja, nice, vielleicht können wir den jetzt nochmal direkt in einem Rennen verwenden. Denn jetzt geht's weiter mit Episode 9, 10 und 11. Bei 11 gibt es so 3 Rennen. Ah, eine Meisterschaft. Okay. Gut. Dann haben wir noch 4 weitere Episoden. Das heißt, wir haben jetzt etwa die Hälfte des Spiels schon durch. Krass. Es ging aber relativ flott, ne? Ich glaube, 6 oder 7 Folgen haben wir jetzt. Ist gar nicht mal so viel. Weiß nicht. Muss gerade überlegen. Okay, oh, hier, oh, geil. Hier kann man den Lancia austesten. Ja, klar, machen wir. Wunderschöne Automobile. Lancia war halt nie so in meinem Fokus als Fahrzeughersteller. So zumindest als aktueller Fahrzeughersteller wir nicht. Wir wollten für Sie ein Spektakel organisieren, das den Namen wert ist. Und wir haben es geschafft. Ey, sorry, aber... Dieses Rennen hier in den Bergen... Ich werde ihn zum nächsten Mal stumm schalten. Ist niemandem bei der Entwicklung aufgefallen, dass es blöd ist, wenn die 10-mal denselben Satz sagen? Das ist genau dasselbe Problem bei Assassin's Creed Origins. Da gibt's auch dieses I Possession Gear, ne? Und das ist 10-mal pro Folge drin und das ist ein Durchschnitt von 3 Minuten oder so pro pro Nennung. Da denke ich mir halt echt, hat da niemand im Nachhinein drüber geschaut und sich gedacht, okay, wenn wir zum 10. Mal sagen, wir haben versucht, ihnen ein Spektakel aufzutischen, dann wird es irgendwann langweilig. Hat es niemand gemerkt? Ach, sorry, irgendjemand muss es doch aufgefallen sein. Wir wurden einfach an allen vorbeigeslidet. Also sowas verstehe ich halt irgendwie nicht bei der Entwicklung. Das muss doch echt jemandem auffallen, der dann sagt, oh Moment, wir sollten vielleicht mal das... überdenken, diese Designentscheidung. Ist zwar ganz nett, so eine Kommentatorenidee, da wenn du zu 10 mal dasselbe sagst, ist auch irgendwie blöd. Übrigens, blöd ist dieses Fahrzeug überhaupt nicht. Wir fahren gerade einen riesen Vorsprung raus. Der Lancia ist Hammer. Auch hier die Fehlstellung, das klingt sehr dreckig. Das gefällt mir. Das klingt auch so, als hätte man verschiedene Sounds aufgenommen für die Fehlzündung. Aber vielleicht täuscht mich das Gefühl auch nur. Oh. Also, zum einen geile Strecke, zum anderen mega geiles Auto. Heilige Makrele, was ist das für ein Biest? Auch wenn die heutige Live-Sendung zu einem Ende kommt, ist der Gravel-Channel immer bei Ihnen. Besuchen Sie unsere Website. Also, das war schon krass. Der zweite war auch ein Lancia 037, aber na, nichtsdestotrotz, wir waren halt sehr, sehr, sehr schnell gerade. Hui. Ja, Leute. Dann würde ich sagen, mache ich auch sehr, sehr schnell die Abmod. Ich danke fürs Einschalten, hoffe, ihr hattet viel Spaß. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten geht's weiter mit Gravel. Nicht im täglichen Rhythmus, aber es wird auf jeden Fall weitergehen. Und ja, ich guck mal, wie ich das Ganze time. Und
ja, auf jeden Fall werden wir noch die gesamte Karriere durchzocken, bis zum bitteren Ende, denn das Spiel macht auf jeden Fall Laune. Vielleicht gibt es auch nochmal einen kleinen Livestream. Der Michel, der hat auch sehr viel Spaß dran. Der Lukas LPR05 spielt es auch und auch der Duki wäre dabei bei einem Livestream. Also ein paar Leute, ein paar Chaoten könnte man da doch schon durchaus versammeln, um hier mal eine spaßige Runde Gravel zu zocken. Ich würde mich freuen, wenn auch ihr dann dabei seid oder halt alternativ bei den nächsten Folgen von diesem Let's Play. Ich gucke einfach mal, wie, wann, wo ich die Folgen raushaue, denn der 12 Uhr Slot, der wäre dann wahrscheinlich von Burnout belegt. Ich überlege gerade, wie ich das mache. Vielleicht irgendwann abends nochmal, keine Ahnung, mal gucken. Muss ich mal schauen. Ihr seid auf jeden Fall, bleibt auf jeden Fall auf dem neuesten Stand. Ich hau dann irgendwie demnächst nochmal neue Infos raus. Also haut rein!